meine Helenchen. Und ob, die Sonne scheint nur heute für uns zwei. Nur für uns zwei? Ja, weil wir die ganze Woche im Hause sind. Aber heute ist Sonntag und heute genießen wir unsere Freizeit. Schöne Freiheit, Sie gießen die Blumen und ich schreibe an meiner Nierenpathologie. Oh, wir sind doch zwei alte Arbeitstiere. Das heißt, von alt kann bei Ihnen ja eigentlich nicht die Rede sein. Sie sind ja mal knapp aus den halbstarken Jahren heraus. Aber Sie haben sich doch so auf Ihr Manuskript gefreut. Das habe ich auch. Endlich komme ich mal dazu, etwas dran zu tun. Soll ich? Na sowas! Wer wagt denn jetzt, unsere kostbare Sonntagsruhe zu stören? Herr Doktor? Ja? Postmahlzeit. Sie müssen zu einer Kranken. Aber Dr. Zimmermann hat doch heute Sonntagsdienst. Ja, der ist noch unterwegs. Sie sollen zu Steingrube aufs Gut kommen. Verdammt, da wird Ihr armer Körper dringend verlangt. Verdammt und zuwinden. Wie geht Dr. Brock? Am Sonntag flucht man nicht, da schluckt man alles runter. Guten Tag, ich bin Dr. Brock, der Arzt. Der Arzt? Ja. Ach so, ja, da müssen Sie. Moment mal. Ihr verdammten Bengels! Haben die euch mal verboten, hier Fußball zu spielen? Geht auf die Gemeindewiese! Ich könnte ja meinetwegen mit eurem Gebolze verhunzen! Also, der Doktor sind Sie. Na, dann kommen Sie mal mit. Meine Tochter fühlt sich nicht gut. Ich weiß nicht, was sie wieder hat. Bitte. Hier, Herr Doktor, schauen Sie nur, wie blass sie ist. Elke? Elkelein, der Herr Doktor ist da. Also, Herr Doktor, so schlimm war es aber auch noch nie. Guten Tag, Fräulein Steingruber. Wo fehlt es denn? Ach, Herr Doktor, meine Migräne. Migräne? Da wären Sie auch besser zu mir gekommen. Die frische Luft hätte Ihnen gut getan. Aber heute ist doch Sonntag. Da kann es Ihnen doch nichts ausmachen, hierher zu kommen. Hören Sie mal, ich habe auch noch etwas anderes zu tun. Herr Doktor, regen Sie das an. Lassen Sie uns allein, kommen Sie. Na, geh schon, Mutti. Migräne nennt man es also, wenn eine junge, verwöhnte Dame Langeweile hat und sich ein bisschen Abwechslung verschaffen will. Wenn ich doch aber wirklich krank bin, Herr Doktor? Wie sind Sie bloß auf den Gedanken gekommen, mich rufen zu lassen? Ein ganz anderer Arzt hat heute Sonntagsdienst. Der war nicht zu erreichen. Soll ich ihn anrufen? Naja, ich habe Sie neulich auf dem Bürgermeisteramt gesehen und da haben Sie ganz schön mit der Sekretärin geflirtet und mich haben Sie ganz übersehen. Ach, und das ist jetzt Ihre Rache? Ja, eine kleine Autotour könnte mich natürlich versöhnen. Also, das ist doch... Was, lieber Doktor? Man müsste Sie... Was? ...übers Knie legen. Tun Sie es doch. Sie sind ein heillos, verzogenes, egozentrisches Geschöpf. Herr Doktor, meine Migräne. Ach, hören Sie doch auf mit diesem Theater. Aber ich bin doch wirklich krank, ich schwöre Ihnen. Hier, nehmen Sie das. Kommen Sie morgen meine Sprechstunde. Um alles in der Welt. Warum schreien Sie denn so mit dem Arm? Weil das arme Kind besser etwas Nützliches tun sollte, damit es nicht so leicht wieder Migräne bekommt. Schauen Sie doch hinaus, wie herrlich die Sonne scheint. Sie haben Wiesen, Felder, ein wunderbares, großes Gut. Ach, was interessiert mich das Gut? Nein, reg dich nicht auf, mein Engel. Kannst du nicht besser zielen? Mein Ball, den habe ich zum Geburtstag bekommen, den musst du mir ersetzen. Hör doch auf zu flennen, hast ja selbst mitgespielt. Komm, steig auf meine Schulter, vielleicht kannst du reinklettern. Los, rauf! Es geht nicht, da komme ich ja gar nicht durch. Ja, verdammt, Level! Jetzt geht's euch aber dreckig! Ah, wartet nur! Euren Ball behalte ich. Und morgen komme ich zu eurem Lehrer in die Schule. Und eine Anzeige hänge ich euch auch noch an, ihr. Ja. Was ist los? Sie machen ja ein Gesicht wie ein aufgeplatztes Sofa. Wenn ich jetzt nicht eine starke Tasse Kaffee kriege, ist mir für den heutigen Tag die Laune an meinem Manuskript verdorben. Ich fürchte, Ihr Manuskript muss noch ein bisschen warten. Was ist denn nun schon wieder? Ja, eigentlich ist Mittag und ich hatte die Kartoffeln ja auch schon aufgesetzt. Sind sie angebrannt? Nein, ich habe sie wieder fortgenommen. Oben bei Freischmidt ist jemand mit der Hand in die Häckselmaschine gekommen.
Und das alles an meinem freien Sonntag. Ja, ich habe Ihren Kollegen Dr. Zimmermann ja schon angerufen, aber der ist immer noch unterwegs. Aber wenn Sie zurückkommen, kriegen Sie ein herrliches Mittagessen. Da können Sie sich jetzt schon auf freuen. Zuerst eine klare Kalbsbrühe, dann Aalgrün mit Salzkartoffeln und ein niedliches kleines Hammelkotelett mit grünen Erbsen. Und hinterher... Och, nö. Nochmal verdammt gut gegangen. Den Verband hast du, Tetanus auch. Los, gehst du zum Unfallarzt, ja? Muss das sein? Selbstverständlich. Übrigens, Herr Freischmidt, wie ist das mit den Schutzbestimmungen für den Umgang mit solchen Maschinen, wie? Naja, bisher ist niemals was vorgekommen, Herr Doktor. Und Heinrich ist ja unser Sohn. Ach, beim eigenen Sohn darf man besonders leichtsinnig sein, ja. Hab ich dir nicht immer gesagt, du sollst das Schutzgitter nicht wegmachen? Lass den Jungen in Frieden, der hat seinen Denkzettel weg. Dieser arme Kerl, Sie sind hier der Verantwortliche. Lassen Sie das weinen, Frau Freischmidt. Die Hand ist ja noch dran und die Finger auch. Alles nur Fleischwunden. Das ist eine ernste Warnung für euch alle. So, jetzt kann ich ja gehen. Ist ja alles in Ordnung. Tschüss. Tag, Herr Steingruber. Tag, aber Elke, ist sie da? Ja, die ist krank. Krank? Ach, die Ärmste. Na, kommen Sie, ich führe Sie rein, aber die... Haltet sie von irgendetwas ab? Keine Spur, ich wollte noch gerade einen kleinen Verdauungsspaziergang machen. Ah, wie gehen die Geschäfte? Vater ist zufrieden, danke. Warum hast du nicht angerufen? Ich wäre doch sofort gekommen. Ach, wo hätte ich denn wissen sollen, ob du zu Hause bist und ob du überhaupt Zeit gehabt hättest? Ach, für dich habe ich doch immer Zeit, das weißt du doch. Na, und deine vielen Freundinnen? Ach, die. Wenn du nur mit dem Finger schnippst, dann lasse ich alle anderen stehen. Na, ich möchte es nicht auf eine Probe ankommen lassen. Die könntest du haben, wenn du nicht krank wärst. Zum Beispiel? Zum Beispiel? Zum Beispiel würde ich dich als Erste in meinem neuen Wagen mitnehmen. Ach, du hast schon wieder einen neuen Wagen? Ja, mit 100 munteren Pferdchen unter der Haube. Ich hätte dich gerne zu einer kleinen Spritztour eingeladen, aber leider bist du ja krank. Na, worauf warten wir noch? Rasch. Mein Gott, ich bin ja so gespannt. Nanu, aber Kind! Denk dir, Mutti, Michael hat einen neuen Wagen mit allen munteren Pferdchen unter der Haube. Ach, sind Kutschen jetzt wieder modern? Aber Mutti, wir sprechen nur von einem Auto mit 100 PS. Nee, aber Kind, was ist mit deiner Migräne? Und dann so durch die Gegend rasen, es passiert doch heute so viel. Seien Sie ganz beruhigt, gnädige Frau, ich fahre schon nicht so schnell. Außerdem bin ich ein erfahrener Rallye-Fahrer. Ja. Was für ein Fahrer ist er? Ach, was soll schon passieren? Komm, Michael. Tschüss, Mutti. Ich bin schon so gespannt. Wiedersehen. Ja, was ist aber denn, Mädel? Ist sie plötzlich nicht mehr krank? Denkt der Hermann, Herr Röhling hat unsere Elke zu einer Spazierfahrt in seinen neuen Wagen eingeladen. Was ist denn daran Besonderes? Heutzutage, wo fast jeder ein Auto hat. Ja, aber nicht mit mindestens 1000 Pferdchen unter der Haube, wie das heißt. Ach, Hermann, wenn aus unserer Elke und Herrn Röhling doch etwas werden würde. Ach, du lieber Himmel, bloß das nicht. Was hast du denn gegen den Herrn Röhling? Sein Vater ist mit seiner Zuckerfabrik immerhin der reichste Mann in der ganzen Umgebung. Als ob es darauf ankommt. Na, dieser eitle Mensch mit seinen vielen Weibergeschichten. Das ist mir unser Mädel einfach zu schade. Die Flausen werden wir in der Ehe schon vergehen. Wenn du meinst. Ja, lass mir das im Hof. Heutzutage kann auch eine Frau einen landwirtschaftlichen Betrieb leiten. Natürlich muss sie sich dafür interessieren und auch etwas dafür tun. Was denn? Elke soll Kühe hüten und bei praller Sonne über die Felder rennen? Na, zu rennen braucht sie ja nun gerade nicht. Ja, ich weiß schon. Wir beide haben nichts für den Hof übrig. Er ernährt uns zwar, aber sich darum kümmern, nee. Sportwagen, sagst du? Ja. Sie fährt mit diesem Windhund in einem Sportwagen spazieren? Na, wenn was passiert? Was soll denn passieren? Herr Röhling ist doch ein erfahrener Rollerfahrer. Aber davon verstehst du nichts. Und jetzt mit Schwung. Schnell, schnell, weg damit, rasch. Hier, gucken Sie mal, was da los ist, sonst kriegen wir Ärger. Die beiden geistlichen Herren. Wenn die sehen, dass wir die Feiertagsruhe nicht einhalten. Oh. Oh, oh, oh. Einen schönen Sonntag darf ich wünschen. Ja, Herr Doktor. Segneten Sonntag, Herr Doktor. Na, was macht die ärztliche Wissenschaft? Sie heiligt den Feiertag, wie sich's gehört, Herr Pfarrer. Echt so? Wenn aber Ihre Hilfe gebraucht wird? Dann muss das Gebot natürlich zurücktreten, Herr Pastor. Na, ich hoffe, das kommt in unserer Gegend nur selten vor.
Leider irren Sie da. Ich hatte gerade vorhin einen sehr eiligen Fall. Ja, hoffentlich nichts Ernsthaftes. Naja, der Fall schon. Den musste ich ins Kreiskrankenhaus einliefern. Aber mit dem anderen kann ich nur sagen, wie man's nimmt. Im Hause Steingruber litt jemand an Migräne. Ah, vermutlich die Frau. Nee, das war eine Tochter. Das ist so gut wie gar kein Unterschied. Ja. Der arme Steingruber trägt sein Kreuz mit bewundernswerter Geduld. So. Guten Tag, meine Herren. Guten Tag, segneten Sonntag. Na, Sie sind ja ordentlich erhitzt, meine liebe Frau Klaas. Können Sie sich etwa heute keine Ruhe? Aber wo denken Sie hin? Aber meine Blumen brauchen auch am Feiertag ihr frisches Wasser. Aber kommen Sie doch herein, ich koche uns einen guten Kaffee. Ja, 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 das ist ja natürlich nötig. Ja. Ist das, meine Herren, darf man eigentlich am Sonntag Karten spielen? Sie meinen zum Vergnügen? Ja, wenn man beispielsweise unter diesem schönen schattigen Baum sitzt, ein bisschen Kaffee trinkt, ein bisschen plaudert und dabei Karten spielt, ist das nicht eine vertretbare Art, den Sonntag zu verbringen? Ja, wissen Sie. Ja, wenn man den Gottesdienst besucht hat oder in die Messe gegangen ist, es kommt ja wohl auch auf das Spiel an. Nicht? Natürlich kein Glücksspiel, nur so zum Zeitvertreib. Darf ich einladen, bitte? Dankeschön. So ein Spielchen in Ehren kann niemand verwehren. Ja, ja. Ich wüsste auch nicht, was an einem Spielchen Verderbliches sein sollte. Die Karten sind auch schon hier. Ja. So. Herr Doktor! Herr Doktor! Ja, was ist denn? Frau Meyers hat eben angerufen. Ihr Junge hat plötzlich Leibschmerzen bekommen. Dr. Zimmermann ist unterwegs, um nicht zu erreichen. Ja, ich fahre gleich los. Da sehen Sie selbst, wie es mit der Feiertagsruhe bei einem Arzt bestellt ist. Ja. Bitte legen Sie bei Ihrem Chef ein gutes Wort für mich. Ja. Danke, Helene. Hier, Gendarmeriestation Wingfeld, Wachtmeister Kahn. Wer? Wie? Am wo? Ja, ich habe verstanden. Ja, wir kommen. Lass das Gefummel, ein Unfall. Warum denn das bei dir so plötzlich? Ich weiß nicht, Herr Doktor, mit einmal tat's weh. So, hier, hier. Da! Aha, oh hier, ja, oh hier, da! Oh, hier, oh, so. Da! Warst du nicht unter den Jungen, die vorhin Fußball gespielt haben? Ja, natürlich war er beim Fußballspielen. Aber als er so blass reinkam, da habe ich gleich gewusst, dass da was nicht in Ordnung war. Ja. Ach, Telefon. Ja, ja. Sag mal, Klaus, mitten im Fußballspielen hast du plötzlich Schmerzen bekommen? Ja. Aha, hier? Au! Oh. Da! Ja, ja, da! Da auch? Ah. Ja. Also du hast nicht nur was am Blinddarm, da ist doch was an der Galle, an der Leber, am Magen, auf dem Zwölffingerdarm, wahrscheinlich auch an den Nieren etwas. Also raus mit der Sprache. Klaus, mir kannst du doch alles sagen. Also was ist los mit dir? Ich, da war, wenn er morgen in die Schule kommt. Ich habe neulich schon was ausgefressen. Wer? Wer will in die Schule kommen? Na, der Steingruber. Und der hat auch den Ball. Der gehört der Karin Fink. Und ich kann ihn nicht bezahlen. So, den Ball hat er auch. Und der Lehrer? Was wird der tun? Herr Heuwang ist sonst prima, aber wenn sich jemand beschwert, kann er mächtig streng sein. Na, das wollen wir mal sehen. Du stehst jetzt auf, denn du bist kerngesund und mit deinen Eltern werde ich sprechen, auch mit dem Lehrer. Herr Doktor, Ihre Haushälterin hat angerufen, dass ein Unfall passiert auf der Landstraße nach Braunsberg. Ich fahre gleich hin. Heute kommt wirklich alles zusammen. Wiedersehen. Wiedersehen, Herr Doktor. Vielen Dank. Seid doch vernünftig, Leute. Geht nicht so nah heran. Und von der Fahrbahn runter, Donnerwetter nochmal, ist da nichts weiter zu sehen. Mensch, das muss ganz schön gebumst haben. Ja, trotzdem, so schlimm sieht er gar nicht aus. Ob da jemand verletzt ist? Das liegt nur an dieser blöden Raserei. Tag, meine Herren. Tag, Herr Doktor. Die Verletzten sind schon in der Gendarmeriestation, Herr Doktor. Fräulein Dr. Wallner leistet schon erste Hilfe. Na, ganz schön. Wiedersehen. Sie sind schon an der Arbeit, Fräulein Doktor? Ich bin sogar die Ursache des Unfalls. Was, Sie? Schuld ist natürlich der da. Es gibt noch eine Anzeige, Herr Röhrig. Seien Sie bloß froh, dass die Sache so glimpflich abgelaufen ist. Nur eine Platzwunde. Scheint noch mal gut gegangen zu sein. Ich verbinde das schon. Ja. Wenn Sie sich vielleicht um die junge Dame da. Na, Sie Schwerkranke. Sind Sie von Ihrer Migräne schon kuriert? Herr Doktor, ich... Schon gut.
Haben Sie Schmerzen? Nein, ich glaube, es ist alles in Ordnung. Wie ist denn das überhaupt passiert? Ja, in der Kurve, da kam plötzlich ein anderer Wagen von dieser Dame und... Und Ihnen ist gar nichts passiert? Ivo, um 2 Zentimeter ist der Wagen an mir vorüber und dann war es passiert. So, Herr Doktor, der Kopf ist verbunden. Ich nehme Herrn Röhrling mit, ja? Oder wollen Sie ihn erst noch untersuchen? Nein, ich würde lieber dieses kleine Mädchen nach Hause bringen. Ich fürchte, es könnte eventuell einen Schock nachkommen. Und bei Ihnen kann ich ja später mal nachschauen. Nicht nötig, Herr Doktor. Herr Fräulein Dr. Wallner wird ich bestimmt in besten Händen. So. Wir wohnen ja am selben Ort. Na gut, dann wollen wir mal. Und Sie? Das Protokoll ist schon fertig, Herr Doktor. Und das Abschleppen hat ja bis morgen Zeit. Vorausgesetzt, dass es sich überhaupt noch lohnt. Na, hören Sie mal. An dem Wagen ist doch gar nicht viel passiert. Was denken Sie, was der gekostet hat? Bevor wir auf Automobilpreise kommen, gehen wir. Tschüss allerseits. Wir beiden armen Würstchen, was? Und was nennt der Mensch nun einen freien Sonntag? Sie wollte endlich mal ein bisschen frische Luft schnappen. Ich rufe Sie später nochmal an. Tschüss allerseits! Ich glaubte... Ja? Ich glaubte, Sie wollten mich gründlich untersuchen. Vielleicht ist etwas von dem Unfall zurückgeblieben. Morgen. Morgen? Ja, kommen Sie morgen zu mir in die Sprechstunde. Und wenn ich Beschwerden habe? Wenden Sie sich an Dr. Zimmermann in Braunsberg. Der hat Sonntagsdienst, aber das wussten Sie ja schon. Sind Sie mir böse? Was heißt böse? Jeder Mensch richtet sich sein Leben so ein, wie er es für gut hält. Und mein Leben gefällt Ihnen nicht? Darüber steht mir kein Urteil zu. Ich wundere mich bloß, dass Ihre Eltern das alles so mitmachen. Das heißt... Ja, was wollten Sie sagen? Ihre Mutter liebt Sie abgöttisch, wie? Ob es wirklich Liebe ist? Sehen Sie, Sie merken also selbst, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist. Sie sollten die goldene Fessel abstreifen, die Sie an Ihr Zuhause bindet. Dieses Nichtstun ist doch für einen jungen Menschen fürchterlich. Finden Sie nicht selbst? Ich brauchte eben jemanden, der mich führt. Eine starke männliche Hand oder so. Oder so. Sie müssen sich nur auf sich selbst besinnen, Fräulein Steingruber. Glauben Sie mir. Sie sind jung und gesund. Sie müssen Ihren Weg einfach selber finden. Ich bin so leicht zu beeinflussen. Das habe ich heute Nachmittag ausgiebig feststellen können. Zum Beispiel dieser Autounfall. Nehmen Sie ihn als Wink des Schicksals. Sie haben sicher recht, Herr Doktor. Sie könnten mein Leben verändern. Das müssen Sie allein. Ich meine, soweit ich kann, werde ich Ihnen gerne helfen, Fräulein Steingruber. Natürlich als Arzt. Och, sagen Sie doch wenigstens Elke zu mir. Also schön, Elke. Danke, und was machen wir jetzt? Ich bringe Sie auf dem schnellsten Weg nach Hause. Und dann muss ich noch mal zur Schule fahren. Tja, wenn Steingruber Anzeige erstattet, kann ich nichts machen. Er hat sich zu wiederholten Malen bei mir beschwert. Sie meinen wegen der Jungs? Weil sie vor seinem Gutshof Fußball spielen. Das ist doch eine Wiese, die überhaupt nicht benützt. Trotzdem, sie gehört ihm und wenn er nicht will, dass die Jungs darauf spielen, kann man nichts machen. Das ist reiner Starrsinn von dem Alten. Das soll öfter vorkommen bei Männern, die zu Hause wenig zu sagen haben. Ach, bei Steingrubers hat die Frau die Hosen an. Beide Frauen. Die Tochter auch. So ist das. Da ist also im Grunde der Vater daran schuld. Woran ist der Vater schuld? An der verzogenen Tochter. Das kann schon sein. Wie wäre es... Was? Wie wäre es, wenn ich morgen den Jungen den Vorschlag mache, dass einige von Ihnen Steingruber ein paar Stunden bei der Heuernte helfen? Der Unterricht ist morgen schon um 11 Uhr aus. Die Idee ist gut. Er könnte Ihre Hilfe für das zerbrochene Fenster verrechnen und würde sicher auch den Ball wieder herausrücken. Großartig! Aber ob er darauf eingeht? Dafür möchte ich beinahe garantieren. Sind Sie so sicher? Hören Sie, Herr Römer, ich werde morgen Vormittag da sein. Aus einem bestimmten Grund. Also dann... Auf morgen, Wiedersehen, nehmen Sie wohl. Bis morgen, Herr Doktor. Ach, da sind Sie ja wieder. Soll ich noch mal Kaffee aufbringen? Keine schlechte Idee. Ich muss nur noch mal telefonieren. Ja, Brock, ist alles gut gegangen? Was? Das ist doch nicht möglich. Wie haben Sie es ihm denn nicht verboten? Der will nur seinen Verband zeigen, der Idee. Na, dem werde ich die Suppe versalzen. Ich fahre natürlich sofort hin. Wiedersehen. Was? Wollen Sie schon wieder weg? Das heißt, wollen? Sind Sie auch schon übergeschnappt? Na, da sagt bloß noch ein Mensch, das ist ein freier Sonntag. Das nächste Mal gehen wir überhaupt nicht ans Telefon. Na, noch besser, wir beide machen einen Betriebsausflug. Ja. Achte, Herr Doktor.
Doktor. Sind Sie sicher, dass Ihr Gehirn durch den Unfall nicht gelitten hat? Erlauben Sie mal. Ich glaube gar nichts. Als Arzt verlange ich von Ihnen, dass Sie sofort nach Hause fahren und sich ins Bett legen. Wieso? Sie haben überhaupt kein Recht mehr. Stimmt, Recht habe ich nicht. Aber als Arzt habe ich die Pflicht, Sie darauf aufmerksam zu machen, dass man eine Kopfwunde nicht so sträflich leicht nehmen darf. Hören Sie, ich wollte Fräulein Steingruber nur die Blumen bringen. Sie hat sich sehr tapfer benommen und außerdem bin ich Ihren Eltern eine Erklärung schuldig. Das Letzte ist ja ein ehrenwerter Grund, Herr Röhling. Aber ich habe Elke ins Bett geschickt. Sie würden jetzt nur stören. Außerdem habe ich Sie im Verdacht. Was? Dass Sie vor allem Ihren Kopfschmuck vorführen möchten. Sieht gut aus, nicht? Ja, wie Bernd im Kino hält. Seien Sie froh, dass das Ganze noch so abgegangen ist. Sie markieren hier den verwundeten Helden und der Arzt hat die Arbeit damit. Falls es Sie interessiert, es ist heute mein freier Sonntag. Ich renne also nicht zum Vergnügen hier herum. Es tut mir ja leid, Herr Doktor. Aber was mache ich jetzt mit den Blumen? Geben Sie her, ich gebe sie gleich ab. Natürlich in Ihrem Namen. Ja, vielen Dank. Aber bestimmt. Sicher. Ich gehe gerne aufs Feld, das habe ich schon öfters getan. Ich gehe mit meinen Eltern auch öfters aufs Feld. Mir macht das Spaß. Ich muss zu Hause auch immer helfen. Ob er mein Bein mir wieder geht? Klar, Mensch, muss er doch. Ich weiß nicht, ob er wirklich muss. Na, da wollen wir Gnade vor Rechter gehen lassen. Das heißt, ihr müsst natürlich tüchtig zupacken, sonst... Guten Tag. Ah, Tag, Doktor. Tolle Wetter, die alle wollen helfen. Gratuliere zu dem Gemeinschaftsgeist. Also Kinder, ihr müsst richtig zupacken. Einfach so rumstehen und in die Sonne gucken ist nicht. Na also, auf die Kinder können Sie sich verlassen. Aber sagen Sie mal, wo ist denn Ihre Tochter? Elke? Sie haben doch nur eine Tochter, oder? Die ist drin. Ach, die kommt noch. Ja, wieso soll sie noch kommen? Ja, hilft sie denn bei der Heuernte nicht mit? Ob sie was? Kommen Sie mal, Herr Steingruber. Heutzutage sind doch Arbeitskräfte ziemlich rar. Hm? Ja, habe ich doch genug. Moment, Herr Steingruber. Sie finden also, dass diese Kinder Ihnen helfen können? Ja. Dort steht ein Junge, der hat sich gestern aus Angst ins Bett gelegt und eine Blinddarmentzündung vorgetäuscht. Aus Angst vor Ihnen, Herr Steingruber. Aus Angst vor mir? Ja, weil Sie vor den Kindern den großen Mann markieren und zu Hause sind Sie so klein. Also das geht so weit. Begreifen Sie doch. Arbeit ist die beste Medizin für Elke. Besonders nach dem Unfall. Nach dem Unfall? Ach, davon wissen Sie gar nichts. Hm? Herr Röhling hat gestern mit dem Wagen einen Unfall gehabt. Elke ist zum Glück mit dem Schrecken noch davongekommen. Da steckt doch wieder Anna dahinter. Anna? Ah, meine Frau. Die beiden haben mich jetzt lange genug zum Narren gehalten. Sie haben ganz recht, Herr Doktor. Das Mädel muss mitarbeiten. Na also, dann sind wir ja einig. Ich habe immer gewollt, dass Elke sich um den Hof kümmert und jetzt muss sie es sonst. Noch eins. Die zertrümmerte Scheibe von den Kindern. Ah, darüber sprechen wir noch. Jetzt muss Elke erst mal aus den Federn. Was denn? Die liegt noch im Bett? Ja. Um 11:15. Lieber Steingruber, lassen Sie mich mit ihr reden. Die braucht noch eine Lektion von gestern. Meinetwegen versuchen Sie ja Glück. Eine Klasse von Schulkindern ist draußen versammelt, um von ihren Wiesen Heu zu ernten. Schulkinder? Ja, und sie liegen hier herum um 11:30, frühstücken wie eine Primadonna und... Oh, meine Migräne. Hören Sie doch auf mit diesem Theater, das haben Sie mir gestern schon ausgiebig vorgespielt. Kater, wie gehen Sie mit diesem Kind um? Wir sprechen später darüber. Elke, nehmen Sie doch endlich Vernunft an. Gehen Sie mit hinaus aufs Feld, die Arbeit wird Ihnen gut tun. Sie werden ein anderer Mensch werden. Herr Doktor, ich fordere Sie auf, wenn Sie... Hammer, du musst ein Machtwort sprechen, dieser Herr hat unser Kind in der unmöglichsten Weise behandelt. Da hörst du, Herr Mann. Ein Machtwort, ja, dazu ist es allerhöchste Zeit. Haben Sie gehört? Ach, hör mir dein Geschrei auf. Hör mal. Zieh dich an, in einer Viertelstunde bist du draußen bei den anderen. Herr Mann. Jetzt bin ich endlich dahinter gekommen, dass ihr beide immer unter einer Decke steckt. Aber damit ist jetzt Schluss. Hast du gehört? In einer Viertelstunde. Hammer! Was ist? Willst du vielleicht auch mit rauskommen? Kommen Sie, Herr Doktor. Also, mein Kind, wir warten draußen. Donnerwetter nicht wiederzuerkennen. Tag, Herr Doktor. Tag, Elke. Das war der schwerste, aber auch der schönste Tag meines Lebens. Soll ich vielleicht vor Rührung weinen, Elke? Ja. Guten Tag. Guten Tag. Das habe ich nur Ihnen zu verdanken. Sie haben mir den Kopf zurechtgerückt. Das nennt man schlicht Arbeitstherapie. Ja, wir müssen auch weitermachen. Ja, es wird ein Gewitter geben. Wir werden es schon schaffen. Das glaube ich auch. Also, auf Wiedersehen. Ja. Wiedersehen. Schönen Dank. Thank you.
sträflich leicht nehmen darf. Hören Sie, ich wollte Fräulein Steingruber nur die Blumen bringen. Sie hat sich sehr tapfer benommen und außerdem bin ich Ihren Eltern eine Erklärung schuldig. Das letzte ist ja ein ehrenwerter Grund, Herr Röhling. Aber ich habe Elke ins Bett geschickt. Sie würden jetzt nur stören. Außerdem habe ich Sie im Verdacht. Was? Dass Sie vor allem Ihren Kopfschmuck vorführen möchten. Sieht gut aus, nicht? Ja, wie Bern im Kino hält. Seien Sie froh, dass das Ganze noch so abgegangen ist. Sie markieren hier den verwundeten Helden und der Arzt hat die Arbeit damit. Falls es Sie interessiert, es ist heute mein freier Sonntag. Ich renne also nicht zum Vergnügen hier herum. Es tut mir ja leid, Herr Doktor. Aber was mache ich jetzt mit den Blumen? Geben Sie her, ich gebe sie gleich ab. Natürlich in Ihrem Namen. Ja, vielen Dank. Aber bestimmt. Sicher. Ich gehe gerne aufs Feld, das habe ich schon öfters getan. Ich gehe mit meinen Eltern auch öfters aufs Feld. Mir macht das Spaß. Ich muss zu Hause auch immer helfen. Ob er mein Bein mir wieder geht? Klar, Mensch, muss er doch. Ich weiß nur, ob er wirklich muss. Na, da wollen wir Gnade vor Rechter gehen lassen. Das heißt, ihr müsst natürlich tüchtig zupacken, sonst... Ah, Tag, Doktor. Donnerwetter, die alle wollen helfen. Gratuliere zu dem Gemeinschaftsgeld. Also Kinder, ihr müsst richtig zupacken. Einfach so rumstehen und in die Sonne gucken ist nicht. Na also, auf die Kinder können Sie sich verlassen. Aber sagen Sie mal, wo ist denn Ihre Tochter? Elke? Sie haben doch nur eine Tochter, oder? Die ist drin. Ach, die kommt noch. Ja, wieso soll sie noch kommen? Ja, hilft sie denn bei der Heuernte nicht mit? Ob sie was? Kommen Sie mal, Herr Steingruber. Heutzutage sind doch Arbeitskräfte ziemlich rar. Ja, habe ich doch genug. Moment, Herr Steingruber. Sie finden also, dass diese Kinder Ihnen helfen können? Ja. Dort steht ein Junge, der hat sich gestern aus Angst ins Bett gelegt und eine Blinddarmentzündung vorgetäuscht. Aus Angst vor Ihnen, Herr Steingruber. Aus Angst vor mir? Ja, weil Sie vor den Kindern den großen Mann markieren und zu Hause sind Sie so klein. Also das geht so weit. Begreifen Sie doch. Arbeit ist die beste Medizin für Elke. Besonders nach dem Unfall. Nach dem Unfall? Ach, davon wissen Sie gar nichts. Hm? Herr Röhling hat gestern mit dem Wagen einen Unfall gehabt. Elke ist zum Glück mit dem Schrecken noch davongekommen. Da steckt doch wieder Anna dahinter. Anna? Ah, meine Frau. Die beiden haben mich jetzt lange genug zum Narren gehalten. Sie haben ganz recht, Herr Doktor. Das Mädel muss mitarbeiten. Na also, dann sind wir ja einig. Ich habe immer gewollt, dass Elke sich um den Hof kümmert und jetzt muss sie es sonst. Noch eins. Die zertrümmerte Scheibe von den Kindern. Ah, darüber sprechen wir noch. Jetzt muss Elke erst mal aus den Fingern. Was denn? Die liegt noch im Bett? Ja. Um 11:15. Lieber Steingruber, lassen Sie mich mit ihr reden. Die braucht noch eine Lektion von gestern. Meinetwegen versuchen Sie ja Glück. Eine Klasse von Schulkindern ist draußen versammelt, um von ihren Wiesen Heu zu ernten. Schulkinder? Ja, und sie liegen hier herum um 11:30, frühstücken wie eine Primadonna und... Oh, meine Migräne. Hören Sie doch auf mit diesem Theater, das haben Sie mir gestern schon ausgiebig vorgespielt. Kaptor, wie gehen Sie mit diesen Kindern? Wir sprechen später darüber. Elke, nehmen Sie doch endlich Vernunft an. Gehen Sie mit hinaus aufs Feld, die Arbeit wird Ihnen gut tun. Sie werden ein anderer Mensch werden. Herr Doktor, ich fordere Sie auf, wenn Sie... Hammer, du musst ein Machtwort sprechen. Dieser Herr hat unser Kind in der unmöglichsten Weise behandelt. Ich bin unter der Haube. Ich hätte dich gerne zu einer kleinen Spritztour eingeladen, aber leider bist du ja... Na, worauf warten wir noch? Rasch. Mein Gott, ich bin ja so gespannt. Na nun, aber Kind! Denk dir, Mutti, Michael hat einen neuen Wagen. Mit allerdings ein Schäfchen unter der Haube. Ach, sind Kutschen jetzt wieder modern? Aber Mutti, wir sprechen nur von einem Auto. Mit 100 PS. Nee, aber Kind, was ist mit deiner Migräne? Und dann so durch die Gegend rasen, es passiert doch heute so viel. Seien Sie ganz beruhigt, gnädige Frau, ich fahre schon nicht so schnell. Außerdem bin ich ein erfahrener Rallye-Fahrer. Ja. Was für ein Fahrer ist er? Ach, was soll schon passieren? Komm, Michael. Tschüss, Mutti. Ich bin schon so gespannt. Wiedersehen. Was ist aber denn, Mädel? Ist sie plötzlich nicht mehr krank? Denkt der Hermann, Herr Röhling hat unsere Elke zu einer Spazierfahrt in seinem neuen Wagen eingeladen. Was ist denn daran Besonderes? Heutzutage, wo fast jeder ein Auto hat. Ja, aber nicht mit mindestens 1000 Pferdchen unter der Haube, wie das heißt. Ach, Hermann, wenn aus unserer Elke und Herrn Röhling doch etwas werden würde. Ach, du lieber Himmel, bloß das nicht. Was hast du denn gegen den Herrn Röhling? Sein Vater ist mit seiner Zuckerfabrik immerhin der reichste Mann in der ganzen Umgebung. Als ob es darauf ankommt. Na, dieser eitle Mensch mit seinen vielen Weibergeschichten. Das ist mir unser Mädel einfach zu schade. Die Flausen werden wir in der Ehe schon vergehen. Wenn du meinst, lass mir das im Hof. Heutzutage kann auch eine Frau einen landwirtschaftlichen Betrieb leiten. Natürlich muss sie sich dafür interessieren und auch etwas dafür tun. Was denn? Elke soll Kühe hüten und bei praller Sonne über die Felder rennen? Na, zu rennen braucht sie ja nun gerade nicht. Ja, ich weiß schon. Wir beide haben nichts für den Hof übrig. Er ernährt uns zwar, aber sich darum kümmern, nee. Sportwagen, sagst du? Ja. Sie fährt mit diesem Windhund in einem Sportwagen spazieren? Na, wenn da was passiert? Was soll denn passieren? Herr Röhling ist doch ein erfahrener Rollerfahrer. Aber davon verstehst du nichts.
Sohn jetzt mit Schwung. Schnell, schnell, weg damit, rasch. Hier, gucken Sie mal, was da los ist, sonst kriegen wir Ärger. Die beiden geistlichen Herren. Wenn die sehen, dass wir die Feier da ruhen, nicht einer. Oh. Oh. Schönen Sonntag darf ich wünschen. Ja, Herr Doktor. Sie mit dem Sonntag, Herr Doktor. Na, was macht die ärztliche Wissenschaft? Sie heiligt den Feiertag, wie sich's gehört, Herr Pfarrer. Echt so, wenn aber Ihre Hilfe gebraucht wird. Dann muss das Gebot natürlich zurücktreten, Herr Pass. Eine Anzeige, Herr Röhrling. Seien Sie bloß froh, dass die Sache so glimpflich abgelaufen ist. Nur eine Platzwunde. Scheint noch mal gut gegangen zu sein. Ich verbinde das schon. Ja. Wenn Sie sich vielleicht um die junge Dame da. Oh. Na, Sie Schwerkranke, sind Sie von Ihrer Migräne schon kuriert? Herr Doktor, ich... Schon gut. Haben Sie Schmerzen? Nein, ich glaube, es ist alles in Ordnung. Wie ist denn das überhaupt passiert? Ja, in der Kurve, da kam plötzlich ein anderer Wagen von dieser Dame und... Und Ihnen ist gar nichts passiert? Ivo, um 2 Zentimeter ist der Wagen an mir vorüber. Und dann war es passiert. So, Herr Doktor, der Kopf ist verbunden. Ich nehme Herrn Röhrling mit, ja? Oder wollen Sie ihn erst noch untersuchen? Nein, ich würde lieber dieses kleine Mädchen nach Hause bringen. Ich fürchte, es könnte eventuell einen Schock nachkommen. Und bei Ihnen kann ich ja später mal nachschauen. Nicht nötig, Herr Doktor. Herr Freund, Dr. Wallner wird ich bestimmt in besten Händen. So. Wir wohnen ja am selben Ort. Na gut, dann wollen wir mal. Und Sie? Das Protokoll ist schon fertig, Herr Doktor. Und das Abschleppen hat ja bis morgen Zeit. Vorausgesetzt, dass es sich überhaupt noch lohnt. Na, hören Sie mal. An dem Wagen ist doch gar nicht viel passiert. Was denken Sie, was der gekostet hat? Bevor wir auf Automobilpreise kommen, gehen wir. Tschüss allerseits. Wir beiden armen Würstchen, was? Und was nennt der Mensch nun einen freien Sonntag? Sie wollte endlich mal ein bisschen frische Luft schnappen. Ich rufe Sie später noch mal an. Tschüss allerseits! Ich glaubte... Ja? Ich glaubte, Sie wollten mich gründlich untersuchen. Vielleicht ist etwas von dem Unfall zurückgeblieben. Morgen. Morgen? Ja, kommen Sie morgen zu mir in die Sprechstunde. Und wenn ich Beschwerden habe? Wenden Sie sich an Dr. Zimmermann in Braunsberg. Der hat Sonntagsdienst, aber das wussten Sie ja schon. Sind Sie mir böse? Was heißt böse? Jeder Mensch richtet sich sein Leben so ein, wie er es für gut hält. Und mein Leben gefällt Ihnen nicht? Darüber steht mir kein Urteil zu. Ich wundere mich bloß, dass Ihre Eltern das alles so mitmachen. Das heißt... Ja, was wollten Sie sagen? Ihre Mutter liebt Sie abgöttisch, wie? Ob es wirklich Liebe ist? Sehen Sie, Sie merken also selbst, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist. Sie sollten die goldene Fessel abstreifen, die Sie an Ihr Zuhause bindet. Dieses Nichtstun ist doch für einen jungen Menschen fürchterlich. Finden Sie nicht selbst? Ich brauchte eben jemanden, der mich führt. Eine starke männliche Hand oder so. Oder so. Sie müssen sich nur auf sich selbst besinnen, Fräulein Steingruber. Glauben Sie mir. Sie sind jung und gesund. Sie müssen Ihren Weg einfach selber finden. Ich bin so leicht zu beeinflussen. Das habe ich heute Nachmittag ausgiebig feststellen können. Zum Beispiel dieser Autounfall. Nehmen Sie ihn als Wink des Schicksals. Sie haben sicher recht, Herr Doktor. Sie könnten mein Leben verändern. Das müssen Sie allein. Ich meine, soweit ich kann, werde ich Ihnen gerne helfen, Fräulein Steingruber. Natürlich als Arzt. Och, sagen Sie doch wenigstens Elke zu mir. Also schön, Elke. Danke, und was machen wir jetzt? Ich bringe Sie auf dem schnellsten Weg nach Hause. Und dann muss ich noch mal zur Schule fahren. Tja, wenn Steingruber Anzeige erstattet, kann ich nichts machen. Er hat sich zu wiederholten Malen bei mir beschwert. Streifen, die Sie an Ihr Zuhause bindet. Dieses Nichtstun ist doch für einen jungen Menschen fürchterlich. Finden Sie nicht selbst? Ich brauchte eben jemanden, der mich führt. Eine starke männliche Hand oder so. Oder so. Sie müssen sich nur auf sich selbst besinnen, Fräulein Steingruber. Glauben Sie mir. Sie sind jung und gesund. Sie müssen Ihren Weg einfach selber finden. Ich bin so leicht zu beeinflussen. Das habe ich heute Nachmittag ausgiebig feststellen können. Zum Beispiel dieser Autounfall. Nehmen Sie ihn als Wink des Schicksals. Sie haben sicher recht, Herr Doktor. Sie könnten mein Leben verändern. Das müssen Sie allein. Ich meine, soweit ich kann, werde ich Ihnen gerne helfen, Fräulein Steingruber. Natürlich als Arzt. Och, sagen Sie doch wenigstens Elke zu mir. Also schön, Elke. Danke, und was machen wir jetzt? Ich bringe Sie auf dem schnellsten Weg nach Hause. Und dann muss ich noch mal zur Schule fahren. Tja, wenn Steingruber Anzeige erstattet, kann ich nichts machen. Er hat sich zu wiederholten Malen bei mir beschwert. Sie meinen wegen der Jungs? Weil sie vor seinem Hut so Fußball spielen. Das ist doch eine Wiese, die überhaupt nicht benützt. Trotzdem, sie gehört ihm und wenn er nicht will, dass die Jungs darauf spielen, kann man nichts machen. Das ist reiner Starrsinn von dem Alten. Das soll öfter vorkommen bei Männern, die zu Hause wenig zu sagen haben. Ach, bei Steingrubers hat die Frau die Hosen an. Beide Frauen. Die Tochter auch.
So ist das. Da ist also im Grunde der Vater daran schuld. Woran ist der Vater schuld? An der verzogenen Tochter. Das kann schon sein. Wie wäre es... Was? Wie wäre es, wenn ich morgen den Jungen den Vorschlag mache, dass einige von Ihnen Steingruber ein paar Stunden bei der Heuernte helfen? Der Unterricht ist morgen schon um 11 Uhr aus. Die Idee ist gut. Er könnte Ihre Hilfe für das zerbrochene Fenster verrechnen und würde sicher auch den Ball wieder herausrücken. Großartig! Aber ob er darauf eingeht? Dafür möchte ich meine Garantie. Sind Sie so sicher? Hören Sie, Ulmer, ich werde morgen Vormittag da sein. Aus einem bestimmten Grund. Also dann... Morgen, Wiedersehen, leben Sie wohl. Bis morgen, Herr Doktor. Ach, da sind Sie ja wieder. Soll ich noch mal Kaffee aufbringen? Keine schlechte Idee. Ich muss nur noch mal telefonieren. Ja, Brock, ist alles gut gegangen? Was? Das ist doch nicht möglich. Wie haben Sie es ihm denn nicht verboten? Der will nur seinen Verband zeigen, der Idee. Na, dem werde ich die Suppe versalzen. Ich fahre natürlich sofort hin. Wiedersehen. Was? Wollen Sie schon wieder weg? Was heißt wollen? Sind Sie auch schon übergeschnappt? Na, da sagt bloß noch ein Mensch, das ist ein freier Sonntag. Das nächste Mal gehen wir überhaupt nicht ans Telefon. Na, noch besser, wir beide machen einen Betriebsausflug. Ja. Doktor. Sind Sie sicher, dass Ihr Gehirn durch den Unfall nicht gelitten hat? Die Sonne scheint, Sie haben Wiesen, Felder, ein wunderbares, großes Gut. Ach, was interessiert mich das Gut? Nein, reg dich nicht auf, mein Engel. Kannst du nicht besser zielen? Mein Ball, den habe ich zum Geburtstag bekommen, den musst du mir ersetzen. Hör doch auf zu flennen, hast ja selbst mitgespielt. Komm, steig auf meine Schulter, vielleicht kannst du reinklettern. Los, rauf! Es geht nicht, da komm ich ja gar nicht durch. Ja, verdammt, Level! Jetzt geht's euch aber dreckig! Ah, wartet nur! Euren Ball behalte ich. Und morgen komme ich zu eurem Lehrer in die Schule. Und eine Anzeige hänge ich euch auch noch an, ihr. Ja. Was ist los? Sie machen ja ein Gesicht wie ein aufgeplatztes Sofa. Wenn ich jetzt nicht eine starke Tasse Kaffee kriege, ist mir für den heutigen Tag die Laune an meinem Manuskript verdorben. Ich fürchte, Ihr Manuskript muss noch ein bisschen warten. Was ist denn nun schon wieder? Ja, eigentlich ist Mittag und ich hatte die Kartoffeln ja auch schon aufgesetzt. Sind sie angebrannt? Nein, ich habe sie wieder fortgenommen. Oben bei Freischmidt ist jemand mit der Hand in die Häckselmaschine gekommen. Und das alles an meinem freien Sonntag. Ja, ich habe Ihren Kollegen Dr. Zimmermann ja schon angerufen, aber der ist immer noch unterwegs. Aber wenn Sie zurückkommen, kriegen Sie ein herrliches Mittagessen. Da können Sie sich jetzt schon auf freuen. Zuerst eine klare Kalbsbrühe, dann Aalgrün mit Salzkartoffeln und ein niedliches kleines Hammelkotelett mit grünen Erbsen. Und hinterher... Och, nö. Nochmal verdammt gut gegangen. Den Verband hast du, Tetanus auch. Morgen gehst du zum Unfallarzt, ja? Muss das sein? Selbstverständlich. Übrigens, Herr Freischmidt, wie ist das mit den Schutzbestimmungen für den Umgang mit solchen Maschinen, wie? Naja, bisher ist niemals was vorgekommen, Herr Doktor. Und Heinrich ist ja unser Sohn. Ach, beim eigenen Sohn darf man besonders leichtsinnig sein, ja. Hab ich dir nicht immer gesagt, du sollst das Schutzgitter nicht wegmachen? Lass den Jungen in Frieden, der hat seinen Denkzettel weg. Dieser arme Kerl. Sie sind hier der Verantwortliche. Lassen Sie das weinen, Frau Freischmidt. Die Hand ist ja noch dran und die Finger auch. Alles nur Fleischwunden. Das ist eine ernste Warnung für euch alle. So, jetzt kann ich ja gehen. Ist ja alles in Ordnung. Tschüss. Tag, Herr Steingruber. Tag, aber Frau Elke, ist sie da? Ja, die ist krank. Krank? Ach, die Ärmste. Na, kommen Sie, ich führe Sie rein, aber die... Halte Sie von den... Also, das ist doch... Was, lieber Doktor? Man müsste Sie... Was? ...übers Knie legen. Tun Sie es doch. Sie sind ein heillos verzogenes, egozentrisches Geschöpf. Herr Doktor, meine Migräne. Ach, hören Sie doch auf mit diesem Theater. Aber ich bin doch wirklich krank, ich schwöre Ihnen. Hier, nehmen Sie das. Kommen Sie morgen in meine Sprechstunde. Um alles in der Welt.
Warum schreien Sie denn so mit dem armen Kind? Weil das arme Kind besser etwas Nützliches tun sollte, damit es nicht so leicht wieder Migräne bekommt. Schauen Sie doch hinaus, wie herrlich die Sonne scheint. Sie haben Wiesen, Felder, ein wunderbares, großes Gut. Ach, was interessiert mich das Gut? Nein, reg dich nicht auf, mein Engel. Kannst du nicht besser zielen? Mein Ball, den habe ich zum Geburtstag bekommen, den musst du mir ersetzen. Hör doch auf zu flennen, hast ja selbst mitgespielt. Komm, steig auf meine Schulter, vielleicht kannst du reinklettern. Los, rauf! Es geht nicht, da komm ich ja gar nicht durch. Ja, verdammt, Level! Jetzt geht's euch aber dreckig! Ah, wartet nur! Euren Ball behalte ich! Und morgen komme ich zu eurem Lehrer in die Schule! Und eine Anzeige hänge ich euch auch noch an, ihr! Was ist los? Sie machen ja ein Gesicht wie ein aufgeplatztes Sofa. Wenn ich jetzt nicht eine starke Tasse Kaffee kriege, ist mir für den heutigen Tag die Laune an meinem Manuskript verdorben. Ich fürchte, Ihr Manuskript muss noch ein bisschen warten. Was ist denn nun schon wieder? Ja, eigentlich ist Mittag und ich hatte die Kartoffeln ja auch schon aufgesetzt. Sind sie angebrannt? Nein, ich habe sie wieder fortgenommen. Oben bei Freischmidt ist jemand mit der Hand in die Häckselmaschine gekommen. Und das alles an meinem freien Sonntag? Ja, ich habe Ihren Kollegen Dr. Zimmermann ja schon angerufen, aber der ist immer noch unterwegs. Aber wenn Sie zurückkommen, kriegen Sie ein herrliches Mittagessen. Da können Sie sich jetzt schon auf freuen. Zuerst eine klare Kalbsbrühe, dann Aalgrün mit Salzkartoffeln und ein niedliches kleines Hammelkotelett mit grünen Erbsen. Und hinterher... Och, nö. Nochmal verdammt gut gegangen. Den Verband hast du, Tetanus auch. Los, gehst du zum Unfallarzt, ja? Muss das sein? Selbstverständlich. Übrigens, Herr Freischmidt, wie ist das mit den Schutzbestimmungen für den Umgang mit solchen Maschinen, wie? Naja, bisher ist niemals was vorgekommen, Herr Doktor. Und Heinrich ist hier unser Sohn. Ach, beim eigenen Sohn darf man besonders leichtsinnig sein, ja. Hab ich dir nicht immer gesagt, du sollst das Schutzgitter nicht wegmachen? Lass den Jungen in Frieden, der hat seinen Denkzettel weg. Dieser arme Kerl. Sie sind hier der Verantwortliche. Lassen Sie das weinen, Frau Freischmidt, die Hand ist...